So, welcher war das? Spießgesellen. Ja, das ist die Truhe. Gute Arbeit. Was in der Truhe ist? Ich könnte es euch natürlich verraten, aber dann müsste ich euch töten. Klischeehaft. Doch zurück zu unserer Vereinbarung. Im Gegensatz zu dem, was manche behaupten, haben wir Diebe unsere eigene Art von Ehre. Noch ein Klischee. Einer meiner Männer wird Hamza die von euch gesuchte Information zukommen lassen. Einer meiner Männer. Bist du ein Mann? Okay. Das war jetzt vage. Was sagt das Questbuch dazu? Hat er seine Gründe? Nein. Findet Kaspar, kehrt zu Hamza zurück. Was? Hamza, der ehemalige Anführer der Rebellen von Castle, wird euch dabei helfen, einen Plan zu ersinnen, Falaga aus seinem Gefängnis zu befreien. Was? Nee. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt gemacht werden soll. Du bist kein NPC. Also er hat gerade gesagt, einer meiner Männer wird dir sagen, wie du zu ihm hinkommst. Aber kam nichts. Also es kann gut sein, dass jetzt irgendwann ein random NPC vor mir aufpoppt und der mit mir spricht. Oder ich muss wirklich irgendwo hin. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass wir nicht wissen, wo Hamsal ist. Erfüllt Spießgesellen haben wir, ja. Kehrt zu Hamza zurück. Anscheinend wissen wir doch, wo Hamza ist. Ich weiß es nur nicht mehr. Nee. Rickards Taverne. Oh, der Punkt ist noch da, das ist gut. Ja. Ich sollte mir irgendwo aufschreiben, wo welche Charaktere sind. Sonst laufe ich jedes Mal im Kreis. Also, ich laufe jetzt nochmal zur Taverne. Versuche mich in der Zwischenzeit daran zu erinnern, wo welche NPCs waren, aber es ist ein wenig schwer. Was sind ja doch ein paar. Aber gerade die jetzt, die wir brauchen. Oh, was ist hier? Kaspar. Ja, leidet ihr an einer Wunde oder Krankheit, die behandelt werden muss? Nö, aber du hast einen Auftrag? Ein finsterer Fluch, eine Krankheit, die niemand kurieren kann. Wenn Ascher will, kann ich vielleicht helfen. Bringt mich zu dem Patienten. Bye-bye, Genki? Zu vorwärts. Also Kaspar ist jetzt für den Piratenprinz-Typen da. Ha! Und das hier ist die Spinne, die uns jetzt schon seit zig Folgen da oben immer diese Gefahrenanzeige macht. Säure, Blitz, Brüsselding. So. Ja, du bist vergiftet. Nicht jammern, Geogon. Leg dir selber die Hand an, dann ist alles gut. Hau. Brutzel. Das hat mal gar nichts gemacht. So. Ach so, ja, gegen Gift. Giftheilung. Heilung. Jetzt ist alles gut. Ich wollte eigentlich aber ganz woanders hin. Trotzdem schön, dass wir hier lang gelaufen sind. Also einmal wegen dem Spinnending. Und einmal wegen dem Hospiz. Das heißt, wir können gleich zu... Nee, bin ich falsch. Wir können gleich zur Klippe zurückgehen. Girugon ist schwach. Hier geht's gar nicht weiter. Wir können gleich zur Klippe zurückgehen und da die Aufgabe abgeben. Vorher schlafen wir mal kurz. So. Dum, 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 dum. Dum, dum.
Hier ist auch eine Sackgasse. Hey, ja. Oh, was? Schluck. So, jetzt... Achso, wir mussten einmal... Genau, wir mussten einmal ganz rumlaufen um das Ding. Dann auf der anderen Seite runter. Und dann konnten wir erst wieder zu dem... Oh, ja, hier ist richtig. Da ist die Taverne. Klick. Hier können wir Proviant kaufen. Du hast nichts zu sagen. Du hast nichts zu sagen. Na gut. Ich war irgendwie der Meinung, dass hier was Wichtiges war, aber anscheinend nicht. Das heißt, nächster Schritt. Wir würden gern zur Klippe. Dazu würde ich gern aus dieser verdammten Unterstadt raus. Da lang, da lang, da lang. So. Das würde uns immer noch nicht helfen bei der Hamza-Geschichte. Aber da ich jetzt gerade nicht weiß, wo Hamza ist. Also da drin ist Falagar, das weiß ich. Das wurde schon oft genug erwähnt, aber wir kommen da halt nicht so einfach rein. Also ich weiß halt nicht gerade, wo Hamza ist, deswegen mache ich jetzt lieber diese Aufgabe. Und hoffe, dass mir dann in der Zwischenzeit das einfällt. Vom Elitzviertel gab es kein Boot aus, ne? Nee. Okay, raus. Hafenviertel. Das klingt doch wesentlich bootiger. Und dann mussten wir in der Klippe, also dieser Piratenstadt, recht weit oben war das Haus, glaube ich, von Crack Hack Piratenkönig, wie er noch so heißt. Zur Schlossgarnitur, nein. Gio? Ich will einfach nur zum Wasser. Lass mich einfach zum Wasser. Nicht da, darum, okay. Da, Wasser sieht gut aus. Was haben wir hier? Stallung. Ich glaube, wir konnten nicht nach zur Klippe reisen. Also mit dem Pferd. Es ging nur hier mit Schiff zur Klippe. Jupp. Mir wäre immer noch tierisch unheimlich, wenn ich in voller Plattenrüstung den ganzen Tag am Steg stehen würde. Aber er weiß schon, was er tut. Knatsch. Jo, okay. Hier haben wir ganz viel Questzeug, das wir irgendwo abgeben müssten. Aber wir wollen... Heilloge? Festung. Festung klingt gut. Da. Hoch, 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 hoch. Komischen Holzpfad hier an der Klippe hoch. Da. Rechts geht's zur Heilloge, links geht's zur Festung. Auch wenn das hier nur begrenzte Festung ist. Das ist ja, eine kleine Festung. Crack. Wer seid ihr? Nein, das will ich gar nicht wissen. Ich weiß, wer du bist. Der Fluch. Lasst mich den Patienten sehen. Crack Hack protestiert und zetert, beruhigt sich aber schließlich und lässt sich von Caspar untersuchen. Als der Nekromant zurückkehrt, wirkt er äußerst beunruhigt. Diese Krankheit ist eigentümlich. Sie ist magischer Natur, ja. Und dunkle Magie gehört ganz gewiss auch dazu. Aber das ist noch etwas anderes. Etwas... Es ist noch nicht an der Zeit für Hypothesen. Ich muss noch einige Tests anstellen. Dafür brauche ich einige Zutaten und Reagenzien. Wir haben da ganz zufällig verborgene Schriftrollen gefunden und Beeren und Pilze. Wir dachten, die wären wichtig und haben sie mal mitgenommen. Was braucht ihr denn? Ich brauche Witwenbeerentee, haben wir. Ein Pilz, der Elfengiftpilz heißt, haben wir. Etwas Schwefel und Quecksilber, den man auf dem Markt in Castle oder sie kaufen kann. Okay, Schwefel und Quecksilber fehlt noch. Ein Kristallspinnenherz haben wir. Das man nur ja in einer Kristallspinne findet, haben wir.
Einen alten Chantilly-Ruin haben wir, okay? Was mit den Schriftrollen? Okay, Schriftrollen brauchen wir hier wohl nicht. Das heißt, wir haben keinen Kengi mehr. Das ist viel schlimmer als alles andere gerade. Wir gehen jetzt runter zum Hafen. Was war hier? Mojo House. Oh, können wir noch Tränke kaufen? Ich kaufe immer gerne Tränke. Handeln. Oh, ein bisschen ausmisten. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Ja, Mana-Tränke. Her damit. Zack. Und zack. Und Rest ist okay. Raus. Zauberlernen? Nee, müssen wir, glaube ich, nicht. So. Also, wir müssen nach Karsal zurück und da auf dem Marktplatz irgendwo Schwefel und Quecksilber kaufen. Dann müssten wir eigentlich nach Sorpegal zurück und Kengi wiederholen. Hallo. Das heißt, von hier aus Boot nach Karsal. Karsal den Marktplatz suchen, aber der dürfte eigentlich relativ nah am Hafen sein, wenn ich mich recht erinnere. Karsal. Oh. Also vom Hafen aus führt nur ein Weg quasi hoch. Und da kommen wir gleich zu der Stelle, wo ganz viele Stände sind. Das wird wohl der Marktplatz sein. Frage ist halt nur, wo kauft man da den Schwefel? Das heißt, wir müssen entweder irgendeinen NPC suchen oder die Häuser da abklappern. Ich hätte eigentlich an Alchemisten gedacht. Aber ich glaube, der Alchemist war nicht auf dem Marktplatz. Naja, doch relativ. Da könnte der sein. Also da ist der Alchemist. Und das könnte die Stelle sein, wo du das Quecksilber herbekommen, das Schwefel. Das heißt, ich gehe da einfach mal direkt hin. Nee, nicht hier. Hier. Ja, das ist ziemlich am Marktplatz. Hallo? Wir haben deinen Chef umgebracht im Keller. Wir hätten jetzt gerne etwas Schwefel und Quecksilber. Nö. Aber wir hätten gerne Mana-Tränke. Kaufen. Gigantischer Mana-Trank. Na, langsam ein bisschen teuer, ne? Fallen schon fast unter die 100.000 Goldmünzen. Geht ja mal gar nicht. 100% Schutz vor Flüchen. Besondere Ware sehen. Folgt mir in den Keller. Im Keller dürfte jetzt eigentlich niemand mehr stehen. Oh. Hamza! Ach, wir haben dich gar nicht umgebracht und du bist derjenige welcher. Ach, das ist ja sehr schön. Gesprengte Ketten? Perfekt. Behaltet den Schlüssel zur Kanalisation. Ihr werdet ihn brauchen. Das ist jetzt ein sehr schöner Zufall. Ich dachte eigentlich, wir wären hier unten mal gewesen und hätten ihn umgebracht. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wahrscheinlich, weil er so böse aussieht. Also nicht der da. Der sieht ganz sympathisch aus, aber der da. Er ist voll Psycho. Aber gut. Auftrag Befreiung. Mit den Informationen des schwarzen Reißzahns kann ich für eine Ablenkung sorgen, um einen Teil der Garnison aus dem Hauptquartier zu locken. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch hineinzuschleichen und Falaga und meine Männer zu retten. Die Kanalisation ist euer Fluchtweg. Mit diesem Schlüssel könnt ihr ein Tor öffnen, das nur von innen aufgeschlossen werden kann. Einmal in der Kanalisation solltet ihr sicher sein. Meine Anhänger werden sich in der Nähe des Hauptquartiers der Schwarzen Garde versteckt halten. Sie werden euch im Auge behalten. Sobald ihr bereit seid, euch hineinzuschleichen, werden sie für irgendeinen Ärger sorgen. Viel Glück. Okay. Stufenanstieg. Das heißt, wir brauchen immer noch Schwefel und Quecksilber. Das heißt, wir gehen einfach zur schwarzen Garnison, stellen uns vor die Tür, warten auf eine Ablenkung und schleichen uns dann durch den Haupteingang rein. Das klingt irgendwie nicht so wirklich sicher. Aber okay. Brauchen immer noch Schwefel. Hast du Schwefel? Nö. Hier ist auch nicht mehr wirklich Marktplatz. Mit denen kann ich aber allen nicht reden.